So, da sind wir also wieder mit mal ein bisschen Kamigawa. Kamigawa ist Standard. Gönnen wir uns heute mal ein bisschen in das neue Set reingucken. Ich habe mich jetzt erstmal nicht von allzu vielen Karten beeinflussen lassen, um ehrlich zu sein. Ist eigentlich relativ straightforward, Dimir. Bin gerade noch dabei, hier ein paar Optimisierungen zu machen. Nämlich ein bisschen Instant Removal. Wie heißt es noch? Hier, Dingsbums. Hier der. Na, komm. So, also im Endeffekt. Im Endeffekt ganz chillig unsere Freunde hier, Shambling Guest und iTwitch, als Basis-Minions zum Opfern und einfach als nervige Kreaturen am Anfang, dass eben da der Gegner schon mal keinen Spaß hat. Dann hier Deadly Dispute, wie immer gut, um zu opfern, um die Schätze zu opfern, um die Kreaturen zu opfern, Kartenvorteil sich zu erarbeiten, Infernal Grasp Removal. Reckoner Bankbuster, mega coole Karte, Artefakt, 2 Mana tippen, Karte ziehen und dann kann man später mit dem angreifen. Meat Massacre ist klar, Sword Coming Gegenzauber. Bisschen Graveyard Hate, weil es ja immer noch einfach einem mega auf den Sack geht. Soul Shatter, ein bisschen Gegner opfern lassen. Der neue Planeswalker, der, wenn man mit einer Kreatur angegriffen hat, dann kann man eine Karte ziehen. Ansonsten zieht man eine Karte und wirft eine ab. Und die Ulti ist eben, wenn man irgendwo Schaden mit einer Kreatur macht, dann kann man eine blaue oder schwarze Kreatur aus dem Deck beschwören. Deswegen müssen wir hier so einen Mix aus Kreaturen und Planeswalkern reinhauen. Beziehungsweise er ist eigentlich der einzige Planeswalker. Also ein paar Kreaturen müssen drin sein. Desert Doom, why not? Ist eine lustige Karte, können wir mal versuchen. Kotose, die gute alte Kotose. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, ist eigentlich eine ziemlich fette Karte. Schickt gegnerische Karten ins Exil. Dauerhaft und solange sie auf dem Feld ist, kann man die eben spielen, die Karten, die mit ihr ins Exil geschickt wurden. Also, das ist tatsächlich, habe ich mir die durchgelesen und dachte mir, jo, die ist ziemlich fett. Für 5 Mana ein bisschen teuer, aber wenn wir sie vor allen Dingen, wenn wir sie mit dem Planeswalker rausholen können, auf jeden Fall ziemlich lustig. Xantar-Gilden Kingpin, ja, lässt uns die Karten vom Deck des Gegners spielen. Bisschen Länder hier, um Karten zu ziehen. Und einmal Toxrill, einfach nur als Massen-Removal, Token-Removal. Da ist er einfach King, jede Menge lustige Länder. So, Sideboard ist klar, durch unsere Vögelchen hier können wir lernen. Das heißt, wir lernen irgendwas von den Sachen hier, können uns nur 3 aussuchen, aber. Das sollte üblicherweise genug sein und das war eine super Einführung. Jetzt geht's los direkt. Best of One, Standard, Ranked. Dimir Kamigawa Gosaimas. Gönnt man sich direkt. Und dann schauen wir mal, was so geht. Machen wir mal ein bisschen von der wunderschönen Ingame-Musik an. Denn, ich habe keinen Bock hier, dass mir von YouTube die Videos rausgenommen werden. Wegen der Urheberrechtsverletzung. Das fängt schon an, direkt mit dem ersten Video, das man hochlädt. Und man denkt sich, yo, herzlichen Dank. Brauche ich gar nicht. So, wir starten als Zweiter. Kein Early Game. Können wir direkt wegwerfen. Ja, es ist auf jeden Fall signifikant besser als vorher. Jetzt haben wir natürlich keine Länder, aber gut. Das werden wir auf jeden Fall behalten. Wir werden den Gegenzauber wegtun. Als Zweiter werden wir hier relativ wenig Chance haben, uns gemütlich zurückzulehnen und auf den Gegenzauber zu warten. Dementsprechend, okay, Gegner spielt ein getapptes Land. Wir spielen unseren Schwamp. Okay, so, dann spielen wir hier das blaue Land. Jetzt schon die Frage, wir können direkt unser Artefakt rausholen. Mein Gegner pressert uns gerade nicht. Dann haben wir schon mal auf dem Feld, oder? Naja, Rot lässt halt darauf schließen, dass es Minions sind, dass es halt irgendwelche Monster sind. Und dann können wir halt gucken, ob wir eben eins wegnehmen. Mit Infernal Grasp, deswegen geben wir mal die Runde ab. Und dann gucken wir mal. Okay. 3 Mana. Gegner gibt ab, das ist in Ordnung. Da zahlen wir 3 Mana für unseren
Für unser Seagate, da spielen wir den Graveyard Trespasser. Wenn er den entfernen will, dann kann er erstmal eine Karte abwerfen. Da sollte er warten, nachdem dieser Effekt getriggert ist. Okay, nee, er möchte auf jeden Fall eine Karte abwerfen, das ist in Ordnung. Ja, 2 für 1, das ist auf jeden Fall ein solider Tausch. Gut, auch dass wir zweimal Artifact Removal draußen haben. Das hätte echt nervig werden können, wenn er uns das I Artefakt won't direkt stop weggenommen fighting till hätte. the people are safe again. Ja. Super. Ein Mana. Aw, you're looking a little singed. Hervorragend. So, wir ziehen natürlich kein Land. Wie sollte es auch anders zu erwarten sein? Deswegen spielen wir jetzt unseren Bankbuster. Und dann spielen wir noch hier den Shambling Guest. Um mal ein bisschen überhaupt irgendwas auf dem Board zu haben. Ich glaube, seine Chandra, was ist das? Damage to Target Player or Planeswalker. Okay, das heißt, er kann auf jeden Fall den Shambling Ghast nicht removen. Die Chandra muss auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt mal hier den Sack abgeben. Denn die Give a wird toast? richtig, richtig I'd love nervig, to. je länger sie auf dem Feld bleibt. Oh, nee. Wir haben auch null Planeswalker Removal in dem Expect to Deck. feel the full power of my wrath. Ja. Mortal. Da hat er einen You Blocker. into the fray. Ja, wieder kein Land gezogen. Das heißt, eigentlich ist die Runde schon. Also kann man sich eigentlich schon direkt schenken. Ohne Länder kann man halt, wie gesagt, eigentlich fast aufgeben. Wir können jetzt noch hier den Planeswalker rausholen. Das wird uns nicht viel bringen. Das Gute ist, dass der Planeswalker raus faced, nachdem er gespielt wurde. Das heißt, er kann diese Runde vom Gegner nicht getroffen werden. Aber, so, Titel vom Stream wurde auch wieder nicht abgedatet. Da freut man sich schon direkt. So, fertig. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, jetzt hat es tatsächlich geklappt. Plus Blockers? Nö, den blocken wir nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Gucken wir mal, ob wir es vielleicht schaffen, jetzt nochmal ein Land zu ziehen, auch wenn es uns wirklich nicht mehr viel bringt. Aber, ja, wäre auf jeden Fall interessant. We should all follow our Unexpected hearts. Windfall. Also üblicherweise kann man so ein Spiel auf jeden Fall gewinnen, wenn man halt ganz normal seine Karten ziehen würde, so wie der Gegner auch, seine Länder, seine Planeswalker, irgendwelche Zauber, das ganze Gedöns, das ist alles okay. Genau, er zieht eine Karte nach der anderen. Ja, und noch ein Reinforcements Teufelchen. drive Und them wir ziehen back. wieder kein Land. Gucken wir mal, ob wir hiermit noch ein Land ziehen können. Vielleicht ist das drin. Nee, ist auch nicht drin. Komm, gebe ich gleich auf. Habe ich gar keinen Bock auf den Frust. Wenn man in den ersten 10, 12 Karten zwei Länder hat, weil das andere sollte vom Spiel des Seagate Restoration, sollte eigentlich nicht mal als ein Land gezählt werden, sondern ist eigentlich nur, ist auch ein Zauber. Also kann zum Beispiel auch durch Zauber, Abwurfzauber abgeworfen werden. Aber gut, Spielengine hat erstmal entschieden. Ich habe vorher offstream zwei Spiele gespielt, deswegen war, glaube ich, klar, dass jetzt erstmal Microphone muted. Verlieren angesagt war. Dementsprechend muss man das jetzt einfach so akzeptieren. Und ja, kann man da halt nichts machen. Das ist halt die Spielengine. Da will ich mich auch nicht beschweren. Das ist halt so. So, wir gehen first. Naja, gut. Zwei Karten unspielbar, zwei Karten spielbar. Das lassen wir mal so. Das akzeptieren wir mal so. Da holen wir mal den kleinen schönen Vogel hier raus. Okay. Gegner mit dem schlechten Start. Okay, Gegner gibt ab, macht einen auf mysteriös. Das ist kein Problem für uns. Wir hauen ihm erstmal einen auf die Omme, dann spielen wir unser Tapland und dann ziehen wir gleich einfach eine Karte mit unserem Artefakt. Ich weiß nicht, ob Grün-Weiß jetzt Discard Basic Plains Card. Ja, das ist okay. Das, ja, kann er machen. Okay. Grün, Weiß, Blau. Band. Ah ja, es geht schon wieder los.
So, dann haben wir auch noch damit nochmal auf die Omme. Dann spielen wir unseren anderen Bankbuster. Gucken wir mal, ob der gecountert wird. Und dann gehen wir wieder ab und dann ziehen wir mit dem, der jetzt zur Verfügung steht, eine Karte oder mit dem anderen. Basic Land Card, okay. Kann er gerne machen. So, 5 Länder. Er gibt ab. Das soll uns nicht stören. Da ziehen wir noch eine Karte. Land gezogen, das ist angenehm. Schön wäre jetzt natürlich irgendeine Art von Gegenzauber auf der Hand zu haben. Das ist uns leider nicht vergönnt. So, Gegner scheint hier irgendeine Art von Instant-Zauber zu haben. Turn target creature to its owner's hand. Ja, das ist in Ordnung. Da spielen wir mal unseren Desert Doom. Solange der ungetappt ist, muss der Gegner 4 Mana bezahlen, um da irgendwelche Zauber drauf zu richten. Der ist also erstmal, solange er ungetappt ist, akzeptabler Begleiter. Da haut der Gegner Doomscar für raus. Das ist okay, damit ist er ausgetappt. Da haben wir dann sozusagen freie Wahl. Klar ist auf jeden Fall, dass wir kein Land ziehen konnten, denn das wäre zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach gewesen. Schwierig, schwierig, schwierig. Er hat auf jeden Fall jede Menge Enchantments, das heißt, er spielt irgendeine Art von Enchantment-Deck. Wahrscheinlich spielt er diesen Zauber, wo dann alle Enchantments wieder aufs Feld zurückkommen. Tja, schwierig, schwierig. Ich denke mal, am sinnvollsten ist, wenn wir jetzt einfach das Feld vollpacken, weil er gerade seinen Massen-Removal-Zauber rausgepackt hat. Deswegen hauen wir am besten einmal alles raus, gucken, wer uns hier am nervigsten wäre, wenn er wiederkommen würde. Trample, Flying Ward 2, auf jeden Fall die Sky Turtle. Das brauchen wir auf gar keinen Fall. Und, dann können wir eigentlich auch mal mit dem hier angreifen. Wir nehmen da 4 auf Omme drücken. So, gucken wir mal, ob Gegner den Götter-Draw hat und auch den nächsten, ne, einfach nur Minion, das ist okay. Das ist okay. Da ziehen wir erstmal eine Karte mit ihm, würde ich vorschlagen. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, ein Land zu ziehen. Okay, okay. Ich will nichts gesagt haben. Ja, der Punkt ist jetzt, ich will ihm natürlich keinen Value geben, wenn er diese Karte hat, mit der alle Enchantments wiederkommen. Aber er hat auch noch nicht so viele im Friedhof, um ehrlich zu sein. Eigentlich können wir hier abgeben. Weil wir können hier mit der Flugratte angreifen. Dann gehen wir ab. So, er hat zwar Trample, aber wir haben genug Leben. Mit Meathook Massacre können wir jederzeit das Board clearen und so lange können wir mit Reckoner Bankbuster noch weiter Karten ziehen. Ja, genau das dachte ich mir. Aber das ist okay. Ah, ganz ehrlich. Hab schon Schlimmeres gesehen. Weißt du was? Den tappen wir sogar. Den blocken wir. Ist zwar ein 3-1 Trade, aber ist uns relativ egal. Ja, kann er gerne machen. Das ist keine wirklich gefährliche Situation. Dann nehmen wir jede Menge Treasure Token für. Und da ziehen wir eine Karte. Und dann ist das mein Zug. So, jetzt wird Kotose ihren Einsatz haben.
Die wird nämlich mal alle Brilliant Restorations aus seinem Friedhof, von seiner Hand und aus seiner Bibliothek ins Exil schicken. Und da werden die auch bleiben, selbst wenn Kurtose stirbt. Dann gehen wir ab. Die kann er gerne töten. Da können wir vorher noch das Vehikel mit ihr bemannen. Zack. Boah, das kann er auch gerne machen. So wichtig sind die mir nicht. Da können wir mal Infernal Grass, können wir den mal wegholen für zwei Lebenspunkte. Das ist uns relativ egal. So, dann blocken wir hier. Holen uns jetzt eine Landsuchkarte. Environmental Sciences. Mein Zug. Oh. So, was tun wir denn als nächstes raus mit Kurtose? Da werden wir ihm mal die ganzen Doomscars rausholen aus dem Deck. Zack. 1, 2, 3. Das tut weh. Das tut weh, das tut weh. So, wir haben Land gespielt, die Zone. Das heißt, es gibt keinen Grund, irgendwas zu machen. Es gibt keinen Grund, irgendwas zu machen. Wir geben einfach ab. Auf Zeit sollten wir das locker gewinnen. Unser generelles Power-Level, glaube ich, ist einfach höher in diesem Fall. Da können wir blocken. Wir brauchen die Doomscars nicht. Das ist uns jetzt relativ egal. Denn jetzt können wir eigentlich mehr oder weniger mit freier Hand den Gegner besiegen. Return Target After-Effect Feature und Schaden mit All Planeswalker. Okay. Das heißt, das kann er noch spielen. Ist dann aber trotzdem relativ egal. So, wir spielen Environmental Sciences. Wir müssen uns jetzt hier überhaupt keinen Stress machen. Wollen wir irgendwas Besonderes? Blauschall ist eigentlich egal. Hier nehmen wir noch einen Schwamp. Dann spielen wir den Swamp. Dann vertellen wir unseren Gegenzauber. Und dann geben wir einfach ab. Ziehen wir schön weiter Karten mit dem Bankbuster. Reckoner Bankbuster. Können unsere Clues in Karten umwandeln. Ja, kann er gerne abwerfen. Da ziehen wir noch eine Karte von, dann werden wir gleich noch mehr Karten ziehen. Also insofern ist das relativ egal. Ja. Hier können wir mal ein Counterspell raushauen. Die vier Schaden können wir nehmen. Das ist uns auch egal. So, Gegner hat all sein Pulver rausgehauen. Da können wir jetzt mal Toxel rausspielen. Der wird dem Gegner jede Runde -1/-1 Counter geben. Wollen wir noch irgendwas machen? Ja, wir können hier mal einen von den Clues opfern. Dafür zwei Karten ziehen und uns noch einen Schatz machen. So, dann können wir hier noch ein Land getappt spielen. Und dann gehen wir ab. So, Gegner kann jetzt natürlich noch topdecken. Das sieht aber nicht so dicke aus. Und da gibt er auf. Das war klar. Da ist Ende Gelände. Aus die Maus.
So, und weiter geht's. Lustiges Dimerino. Project TPC 21. Ja, gar nicht mal so fett die Hand. Ich meine, wir können Meathook Massacre spielen. Aber es wäre natürlich immer schöner, wenn wir irgendeinen unserer einer Drops hätten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir behalten die Hand mal. Es kann immer noch schlimmer werden. Okay. Das ist schon mal gut. Okay, er spielt ein Land getappt. Portable Hole. Ja, nervig, aber da kann man mit umgehen. Da spielen wir unser Artefakt aus. Noch ein Portable Hole, natürlich. Gegner hat alle Antworten, die er braucht. Okay, ist also ein Artefakt-Deck. Schauen wir mal unseren Planeswalker raus. Ich könnte sneak right by. It's like your defenses aren't even there. Scheint das richtige Wahl hier zu sein. Ah, hat da Nummer 3 hat da. Hat da alles. Okay. Das ist in Ordnung. Da haut er uns ins Gesicht. Okay, wir ziehen tatsächlich ein Land. Das ist natürlich krass. Draw a card, discard a card. Gucken wir mal, was wir ziehen. Ja, Land können wir jetzt wegwerfen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist die Frage. Also, er kann halt mit dem Stab... Another target non-token becomes activate on your source. So, das heißt, er kann uns also mit seinen Portable Holes kann er uns einfach elegant die Phrase polieren. Wir können ihm einen Iron Apprentice, wir können ihm, also den können wir ihn opfern lassen. Ja, wahrscheinlich behalten wir einfach Soul Shatter auf der Hand und gucken einfach, was jetzt passieren soll. Ich weiß nicht genau. Bin mir unsicher. All of the Skyclaves, das ist in Ordnung. Das ist gut, dass er alles auf eine Karte setzt, dann kann er den erstmal opfern. Das ist sehr, sehr gut. Ja, da spielen wir unseren eigenen Bankbuster. Er kann jetzt wieder eins der Artefakte aktivieren und zu einem Angreifer zu machen. Dann spielen wir die Eye-Twitch als Blocker. Dann ziehen wir eine Karte und werfen eine Karte ab. Ja. Meathook Massacre wird in diesem Spiel leider nicht viel bringen. Natürlich. Er kann direkt wieder nachladen. Und zieht mehr Artefakte. Das ist in Ordnung. Damit können wir aber arbeiten. So, wir haben den Gegenzauber, der ist von elementarer Wichtigkeit, dass wir ihm alles, was irgendwie gefährlich werden könnte, hier gegenzaubern. Das heißt, wir holen ein zweites Minion auf dem Feld, auf das Feld und geben ab. Ah, man hätte das foretellen sollen können. So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was der Gegner macht.
Network Disruptor, when enters, tap target permanent. Ja, kann man nichts machen. Hm? Mall of the Skyclave. Ist klar. Greift den Planeswalker mit an, das ist in Ordnung. No big deal. I'll try again later. Ziehen wir den Kater, hoffentlich ein Land. Tabland natürlich, so wie es sein muss. Ja, da können wir eigentlich nur versuchen zu stallen, so lange wie möglich. Einfach versuchen, nicht das Spiel zu verlieren. Gucken wir mal, was der Gegner so Schönes noch auf Lager hat. Noch ein Network Disruptor. Können wir das überleben? Ja. Noch können wir es überleben. Okay. Das sind 9. Gehen wir auf 4. Tja. Wir müssen ihn hier opfern. Wir müssen Land ziehen. Environmental Sciences. Nein, kein Land. Natürlich, nein, natürlich kein Land. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, ein beschissenes Land zu ziehen. Ach, wie ich es liebe. Wie ich es liebe. So, dann holen wir hier mal ein schwarzes Land raus. Zack, das heilt uns um 2. So, mit Soul Shatter können wir ihn hier Verschwindibus machen. Wir haben den Gegenzauber, wir haben den Treasure. Wir sollten diese Runde noch überleben. Und dann können wir hoffentlich mit Meat Hook Massacre hier aufräumen. Iron Apprentice, das ist in Ordnung, das interessiert uns nicht. Das ist in Ordnung. Silver Raven, das ist auch okay. Das kann er alles gerne raushauen. Je mehr, desto besser wird das Meat Hook Massacre. So, dann kommt der Soul Scatter. So, dann nehmen wir 5 mit. 1, 2. Zack, auf 1. Das ist okay. Okay, da haut er noch einen raus. So, wir töten alles. Danach müssen wir aber ja noch irgendeine Art von Blocker spielen. Das ist das größte Problem. Das heißt, ziehen wir jetzt eine Karte. Wir spielen Meat Hook Massacre für 4. Oder spielen wir es nur für 1? Für 1, dann sind wir bei 5 Leben. Dann packt er da den Dings drauf. Das ist ein 6-6er. Dann müssen wir noch irgendwie seinen fliegenden Vogel da tappen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, wir müssen irgendeine Lösung ziehen. Wir müssen irgendwas ziehen, was uns hier weiterbringt. Kingpin wird es nicht sein. Übersehe ich hier irgendwas? Ich fürchte nicht. Weil wir spielen das für 1. Das sollte... Ne, wir spielen das für... Für 4 dann. Das bringt uns auf 6 Leben.
Oh, da gibt er auf. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob er da wirklich hätte aufgeben müssen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich angemessen war. Er hätte nächste Runde einfach mit seinem Stab, hätte er wieder das Portable Hull hier mit dem Stab, dann wäre das für Vierer gewesen. Und dann hätte er in der Runde danach den Maul, dann hätte er mir einen geben können. Also insofern, weiß ich jetzt nicht. Gut, er hat keine fliegenden Einheiten mit Maul, wäre jetzt wieder fliegend gewesen. Also er hätte in zwei Turnen, in zwei Zügen immer noch Lethal gehabt. Boah, was soll man sagen? Aber gut, manchmal sind die Leute einfach so getriggert. Das ist das Gute, dass man eben nicht nur eben technisch und rational spielt, sondern auch Psychological Warfare. So, holen wir uns hier mal ein Kärtchen ab. Ja, paar Zahnstocher da. Sind uns relativ egal. Kann immer gerne darauf hinweisen. Auch gerne mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeizugucken. Da haben wir schön bisschen Historik-Videos. Da kommt auch noch ein schönes Commander-Video. Wird da morgen, glaube ich, hochgeladen. So, Opponent goes first. Länder sind langsam. Keine Interaktion, nur den Bankbuster. Entschuldigung. Das behalten wir doch mal. Das sieht doch super aus. Wusste ich doch, das kann auch nur besser werden. Dann gucken wir mal, ob Gegner. Also ich meine, ich hatte auch schon überlegt, grün zu spielen, um ehrlich zu sein. Weil Grün einfach Artifact Removal hat und jeder jetzt Artefakte spielt. Also insofern ist es eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung, jetzt Grün zu spielen. Tja, hatte ich irgendwie keine Lust drauf, weil die mir gefällt mir einfach besser. Das Skewed Swarm, solange der jetzt nicht gebufft wird, der Kleine. Ist natürlich der riesen, riesen Vorteil, dass wir den Toxrill irgendwo in unserem Deck haben, der nur darauf wartet, hier rauszukommen, um den allen minus 1 zu geben. Und damit wird er natürlich alles abräumen, wenn wir es irgendwie schaffen, ihn rechtzeitig zu finden. Das ist natürlich die Frage. So, das ist schon mal okay. Da können wir unseren eigenen Shambling Guest für töten. Und da müssen wir leider in diesem Fall ihm seinen Skewed Form für abhauen. Das können wir machen. Da können wir Teachings rausholen, um mehr Karten zu ziehen. Environmental Science. Wir holen mal Teaching. Wir machen mal einen gierigen. Okay, das wird auf jeden Fall Desert Doom Turn. Da gehen wir ab. Ich meine, Ashaya wird uns jetzt hier ein bisschen was kosten, aber das ist in Ordnung. Wir müssen halt irgendwie Toxrill finden. Ja, wir hätten Ashaya wahrscheinlich direkt umbringen sollen. Das war der Riesenfehler. Wollen wir die 8 Schaden nehmen? Ich glaube nicht. Dann versuchen wir den mal zu töten. Das hat funktioniert. Dann ziehen wir mal zwei Karten wenigstens. Okay. Da spielen wir Karten und getappt. Hat alles relativ wenig Sinn gerade. Ja. Natürlich.
Werden wir Toxtricks ziehen oder werden wir nicht ziehen? Das ist jetzt genau die Frage. Das ist jetzt genau die Frage. Nee, das sieht nicht nach ihm aus. Haben wir irgendeine Chance, das noch zu überleben? Haben wir irgendeinen anderen Massenremoval? Ne, ich glaube nicht. Das sind 12, 16, 17. Den können wir mit einem 1er blocken. 16, ne, wir haben nicht mehr genug Leben für irgendwas. Da können wir direkt aufgeben. Gut, Fehler war mit Sicherheit, den Aschdings da am Leben zu lassen. Das war mit Sicherheit ein großer Fehler. Den hätte man töten müssen. Also auf jeden Fall schlecht gespielt. Ohne Zweifel. Da schauen wir mal. Ja, das ist auf jeden Fall eine schlechte Starthand. Machen wir Mulligan. Das können wir behalten. Zwei Reckoner Bankbuster brauchen wir nicht auf der Hand. Ja, eins der ersten Spiele, die ich gemacht habe, war gegen Mono Red Aggro, fand ich nicht so beeindruckend. Your next creature spell. Das ist alles in Ordnung, da warten wir einfach mal ab. Wir haben den Grasp. Und, müssen Deadly Dispute. In diesem Matchup müssen wir eigentlich nur das, Mitok-Massaker ziehen. Das Fleischhaken-Massaker. Und dann reicht das meistens. Okay. Gucken wir mal. So, das kommt uns günstiger, als den Schaden von dieser Kreatur mitzunehmen. Und den blocken wir nächste Runde. Die drei nehmen wir jetzt einmal mit. Ja. Das ist egal. Das stört uns nicht sehr, um ehrlich zu sein. Da spielen wir noch einen Swamp aus und geben ab. Da können wir nächste Runde den Kollegen hier rausrampen. Haste, attacks to on target creature you control. So, runter auf 7. Runter auf 7. Ja. Wir können jetzt also überlegen. Wir können jetzt den Onkel hier spielen. Dann können wir mit dem Ninja machen, der kann blocken. Und dann können wir den Vogel raushauen. Das sind 4. Dann haben wir 2 Blocker für 2 Gegner. Dann ist der Onkel nächste Runde da. Wir können einfach den dicken Drachen rausholen. Wir können die nette Frau hier rausholen. Kotosse! Wahrscheinlich ist das das Sinnvollste. Wir holen den netten Onkel raus. Holen Ninja raus. Holen den Vogel raus. Und geben ab. Natürlich. Er hat da irgendwelche Zaubermittel und da sind wir tot. Alles klar.
Ja gut, es ist nicht viel zu sagen. Wenn der Gegner es hat, dann hat er es halt. Klar ist auf jeden Fall, wir müssen hier eine kleine Modifikation vornehmen. Ich hatte jetzt ungefähr 30 Mal den Drachen auf der Hand. Er sieht einfach so fett aus, aber im Endeffekt ist er einfach leider total nutzlos. Was können wir noch an Remove? Wir können noch mehr Early Game reinmachen. Das kann nicht schaden. Am besten was, was uns heilt. Gucken wir mal hier den, wie heißt der gute? Parasitic Grasp könnte man reinmachen. Target Creature. Aber es wäre halt schon sehr defensiv. Das wäre schon de sehr defensiv. Also wenn wir noch einen Twitch und einen Gas reinmachen, vielleicht verändert das die Situation ein bisschen. Soul Shatter ist wahrscheinlich zu situativ, dafür tun wir nochmal zweimal Infernal Grasp rein. Dann gucken wir mal, ob so vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Ja. So, kommt der Vogel als erstes raus. Spiritual Companion, wir machen mal Sword Coming in die Vorhersage. Die Vorhersage für heute. So, komm, Gegner. Was hast du am Start? Zeig uns, okay. Zeig uns deine Zauberei. Restoration. Ja. Das ist in Ordnung. When this guy card, Mana Value. So, dann, schwer zu sagen. Ich meine. Jo. Hallo. Hi. Na, was geht? Ja, Lost Ark geht. Was geht bei dir? Ich stream gerade ein bisschen Magic. Magic, Ja, nice. sicher. Und was habt ihr so die Tage getrieben euch? Ja, nicht viel. Bisschen Magic gezockt, bisschen Schiff versenken. Hatte ich jetzt nicht so wirklich fett Lust drauf in der letzten Zeit. Deswegen mal das Portfolio etwas erweitern. Und du so? Ja, Lost Ark und mit Schmerzen im Bett liegen, weil ich hatte ja am Freitag meine Impfung gehabt und meine Befürchtungen sind eingetreten. Ich habe angeschwollene Lymphknoten unterm Arm, also da, wo ich auch geimpft wurde, und da tut super weh und kannst auf der Seite auch gar nicht pennen, ne, und wachst immer ständig mitten in der Nacht auf. Ach ja, ärgerlich. Also Fabio hat auch am Hals geschwollene Lymphknoten bekommen. Nach der Impfung oder wie? Ja, also jetzt irgendwann innerhalb der letzten paar Tage, genau. Und wahrscheinlich hat das, kann gut sein, dass das dann auch mit der Impfung zu tun haben könnte. Ja. Auch generell müde und abgeschlagen. Wer wäre es mit der Impfung? Ärgerlich. Jeder Mensch reagiert anders halt, ne? Ja.
Und sonst irgendwas Neues? Nö, nicht viel. Neue Magic-Erweiterung ist rausgekommen. Die spielen wir jetzt gerade. Läuft ganz gut, aber... Mit wir meinst du? Ich. Du und ich und der Stream, der aus zwei Zuschauern besteht, von denen ich einer bin. Oder beide? Man weiß es nicht genau. Du kannst auf jeden Fall, bist du auch eingeladen. Ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Ich habe auch jetzt meinen YouTube-Channel aufgemacht. Da kannst du gerne auch mal ein Like oder einen Kommentar unterm Video da lassen, wenn du Bock hast. Bist du herzlich zu eingeladen. YouTube, sagst du? Genau, YouTube. Siehst du, ist auch verlinkt auf meinem Twitch. Und, ja. Ja, what? So, wenn er... You control 7 or more enchantments. So, das sind 4 Enchantments. Was treibt dein Bruder so? Ja, keine Ahnung, der hat heute keinen Bock auf jeden Fall. Der hat keinen Bock und deswegen bin ich jetzt hier allein unterwegs. Allein unterwegs? Genau. Hat er denn Lost Ark weitergespielt? Oder was durchsickern lassen? Ich glaub schon. Und? Ja, ihm macht das Spaß soweit. Ich glaube, ihm macht das auf jeden Fall Spaß. Ah, das Spiel ist schon mega. So. Selten so geflasht gewesen die letzten Jahre. Also so generell, so an Masse an Content und an Möglichkeiten. Also ich fühle mich regelrecht erschlagen. Ja, nice. Das ist schon geil, auf jeden Fall. Sieht auch noch geil aus. Ja, die haben anscheinend ein Riesenproblem, ne, aktuell mit den ganzen Leuten, die da spielen wollen, aber nicht auf den Servern kommen. Wirklich? Waren das 1,5 Millionen Leute, die da irgendwie spielen die letzten Tage? Mein Gott. Wie viel hat er denn? Spirit Warlock. Aber die müssen doch jetzt, warte mal, ich muss gerade mal nachdenken, aber die müssten ja jetzt sterben. Oder nicht? Also wir werden es herausfinden. 1, 2, 3, 4. Zack. So. Okay. Time. Egal, stört uns nicht. Bitte Canyon. Okay. Eine Karte. Land. Okay. So, jetzt kommt Kotose raus. Kotose wird ihm erstmal seine Katilda wegexilen. So, alles erstmal weg. Zack, zack. Dann, wir Land. Einen Sumpf. Und geben ab. Die kriegst du trotzdem nicht wieder. Ja, wir brauchen
noch ein bisschen mehr Massenremoval in dem Deck. Das war eine bittere Niederlage. Das war eine bittere Niederlage! Enchantments. So, ich mach mal kurz eine kleine Pause und bin in 3 Sekunden wieder da.
So. Weiter geht der Spaß. Was? Was? Weiter geht der Spaß. So. Na dann. Und hast du schon Max-Level bei Dings erreicht, bei Lost Ark? Ja. Oh, nee, nicht ganz, nee. Also ich hab, also das musst du dir folgendermaßen vorstellen. 50 ist so, sag ich mal, eine Grenze, die du erreichen kannst. Du kannst aber noch bis 60 weiterspielen, aber mit 50 kannst du auch schon also den ganzen High-End-Content mitmachen. End-End-Content schon mitmachen mit 50. Okay. Also für die einen ist 50 schon Schluss und die leveln dann nicht weiter, aber ich bin dabei noch mit 50 also weiter zu spielen, also bis 60 weiter zu zocken, weil ich noch bessere Skills freischalten möchte und auch meinen Gearscore erhöhen möchte. Zudem möchte ich auch, boah, das Spiel ist so komplex, also ich weiß gar nicht, wo ich immer ansetzen soll. Viel bockt auf jeden Fall. Du hast jetzt die Möglichkeit, sogar auch jetzt mit so einem Power Pass kostenlos deine Charaktere auf 50 hochzustemmen, deine Twinks sozusagen. Ja. Ja, da muss ich noch herausbekommen, wie das geht. Dann kann ich direkt schon 2-3 Twinks auf 50 hochhieven. Den ich dann auch, ja klar, mit denen auch High-End-Content schon spielen. Ja, so sieht's aus. Wir spielen nicht schmackhaft machen, aber das Spiel ist richtig. Ja, alles gut. Das, das beeindruckt mich nicht. Dann hat dein Bro das auch schon versucht. Ja, er hat mir auch gesagt, da gibt es irgendwelche Starterpakete oder so und so ganzes Gedöns, aber sorry, interessiert mich alles zero. Auch diese Diablo-ähnliche Mechanik. Die Grafik sieht auf jeden Fall nice aus. Das, da kann ich nur zustimmen. Safe. So, ich weiß nicht, so viele Leute auf dem Server. Ich frage mich echt, wie viele Leute hier drauf passen. Ich weiß nicht so genau, was unser Gegner hier so spielt. Aber wir werden ihm einfach mal mit unserem kleinen Pillermann hier in die Fräse hauen. There's no secret I can't uncover. Dann spielen wir Shambling Gust. Dann werden wir unseren Gegenzauber Fortellen. Und dann gehen wir die Runde ab. Und dann können wir uns elegant aussuchen, ob wir einen Gegenzauber spielen, eins seiner Minions aufessen. Irgendwie noch nicht so ganz klar, was das hier werden soll. Hat sich eigentlich hier unser Pottreu mal gemeldet? Ja, der hat gestern meinen Stream geradet, der Ehrenmann. Oh, nice. Mit wie vielen Leuten? Ich glaube nur mit sich selber. Aber. Ja, das Spaß. Nö, so, ich weiß ja nicht. Er war ja jetzt am Wochenende, glaube ich, beschäftigt. Musste da private Angelegenheiten regeln. Dementsprechend, ja.
hat er wahrscheinlich gerade im Moment noch andere Sachen zu tun. Ja. So, was machen wir hier? Was machen wir hier? Oh, ich bin einfach noch ein Schämling-Gast. Geh mal. Gibt's Leckeres bei dir? Lecker, lecker. So, das war ein relativ nichtssagender, den der Gegner da gemacht hat. Ich glaube, wir werden ihm einfach mal eine volle Breitseite geben. Mal ins Exil. Er verliert ein Leben, wir bekommen den Leben. Ja, er blockt ja, das kann er gerne machen. Now this is a juicy secret. Das ist sehr angenehm. Warum brauchen wir den jetzt? Ich bin ihn ja schon mal vorhersagen. Dann schauen wir mal, was der Gegner jetzt so raushaut. Das heißt nur, dass meine Gegner mich andauernd stunnen und das nervt mich gerade. Bei dem Dauerstand. Da wollte ich dann nur Blumen pflücken. Dann hau ich mal dick auf den Sack. War sowas von. Alle Giganten. Thanks. I'll be taking that now. So, wir haben noch einen Zauber. The Kami War, Exile Non-Land Permanent. Ja, das haben wir hier eben auf jeden Fall. Oh. Wenn das Ganze dann noch ein Kami War hat. Wie viel Mana haben wir denn? Ey, Entschuldige, ich bin gerade total geflasht. Wieso, was los? Ich will hier Blumen pflücken. Permanent spawnen hier Elite-Gegner. Sekundentakt. Komm nicht hinterher, die zu killen. Now this is a juicy. Wir haben anscheinend die Spawnrate der Gegner so hoch gesetzt, weil die Server ja überfüllt sind. Eine Gruppe getötet, kommt die nächste Elite-Gruppe. Noch einmal alle seine. Dann sind das doch noch so hartnäckige, die mich andauernd stunnen.
wieder. Endlich! Exile! Jetzt kommt. Oh, ich konnte die Dinger pflücken und jetzt kommen schon die nächsten erledigt. Ach, klasse. Thanks. I'll be taking that now. Was? Wir haben also die mystische, das mystische Enchantment. Gegner 6 hier geschickt, seine Windkonten hat 6 hier geschickt. Was ist das auf Level 3? Flying Trample. Book. Entschuldigung. Gut. Raus. It's gonna be fun watching you fail to stop us. 3.
das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Egal, dann Boxel raus. Burn. Stark. Toxrill ist Liebe, Toxrill ist Leben. Oh, wie geht das hier mit dem scheiß Powerpass dann jetzt? Oh, Entschuldigung. Wollte nicht ausfallend werden. So, jetzt sollten wir uns auch langsam hier dem dem Endfight nähern. Whenever attacks, defending player chooses a non. A non-land card. Okay, da kann er sich also jede Menge Einsackkarten raussuchen. Wir suchen jetzt einfach mal nach Removal. Da ist ja schon Removal. Da muss man nur einfach mal nachdenken. Und da gibt er auf! Da war er wohl nicht Fame genug. Der Fame. Da hat der Fame wohl nicht ausgereicht. Badumts. Okay, ist das denn jetzt schon wieder? Alter. So, wie lange streamen wir denn jetzt dieses wunderbares Spiel. Gucken wir mal, wo wir sind. 1:14. Ja, da können wir noch eine Runde machen. Eine Weile hin hier mit den. Klickst du mal irgendwo drauf, hast schon wieder irgendwie herausbekommen, dass du noch weitere Content-Sachen hast, die du hier machen kannst. Hm. Was ist denn los mit Netzwerkfehler? Wieso kann ich denn über mein eigenes WLAN nicht meinen eigenen Stream gucken? Das ist doch Diskriminierung, ist das. Ja. Ja, komm, wir zahlen mal die 3 Leben. Ach Gott, ich bin noch. Boah, bin ich konzentriert. Das ist das Problem, wenn man Sachen nebenbei macht. Das ist das Problem, wenn man Sachen nebenbei macht und nicht nachdenkt. So, next. Attack. Attack. Entschuldigung.
Okay. Sciences. So, das jetzt so praktisch vom Gegner war. Gut. Kann man dahingestellt lassen. Üblicherweise, wenn, wenn man das Mana floatet, hat er jetzt sozusagen ein extra Mana gegeben. Aber da wir eh das Tapland spielen, ist dann auch egal. Boah, der Vogel ist uns, was war das? Can cast more than one spell each turn. Can cast more than one spell each turn. Das ist egal. Gucken wir mal, was Esper so spielt. Was? Den holen wir mal weg, den Vogel. Fading Hope. Alles klar. Kein Problem. Da gibt er den Zug ab. Gut. So. Da haben wir ihm erstmal einen auf der Oma. Jetzt heißt es konservativ spielen. Holen wir mal den Graveyard Trespasser raus. Tun wir mal einen Katschen ins Exil schicken. Zug beenden. Wir möchten auf jeden Fall den Gegenzauber jetzt für irgendwelche sinnvollen Sachen hier auf der Hand behalten. Und Memory Deluge, ja, das ist natürlich ärgerlich, dass der Gegner die Karte spielt. Gut, es ist irgend so ein zusammengewürfeltes Deck wie unseres auch, dementsprechend kann man da nicht viel erwarten, leider. So, dann gucken wir mal. Das Gute ist, dass wir jetzt mit dem Graveyard Trespasser das aus seinem Friedhof die Karte wegschnibbeln können. Meathook Massacre für 3. Nö, das lassen wir ihm nicht durchgehen. Na, hat er den Spell Pierce. Wash away. Counter Target Spell. Den nicht. Wieso kann er den denn für ein Mana countern? Werde ich nie checken, die Karte. Ja. Werde ich nie checken. Verstehe nicht, wie er für ein Mana Counter Target 12, wie ist das möglich? It wasn't cast. Ach, weil ich den aus dem Exil geschickt habe. Oh, ärgerlich. Okay. Karten abwerfen. Alles ins Exil. Super. Super! Na, super! Nee, geht einfach. Twitch auf dem Handy geht einfach gar nicht. Jetzt ist einfach komplett draußen, oder was?
Ja, und wir ziehen Länder. Schön. Schön. No attacks. Gut, dass der Gegner keine Länder zieht. Das ist immer am angenehmsten, wenn der Gegner sein Spiel sinnvoll und strukturiert vorantreiben kann. Aber unser Eins nur noch hier zum Zuschauer degradiert wird. So, Bankbuster. Wird gecountert, komm. Brauchen wir uns doch gar nicht antun. Da gehen wir einfach auf. Es ist im Endeffekt nur Zeitverschwendung, hier einfach weiter zu spielen. Es ist einfach nur Zeitverschwendung.